Recht herzlich willkommen zur 95. Folge von Simotrans. Ja, letztes Mal waren wir hier dran, haben das, glaube ich, gerichtet, ne? Das sieht so aus, als ob das funktioniert. Müssen wir mal später nochmal reingucken. Ja, dann denke ich mal, machen wir mal hier die Karte auf und gucken, wie unsere Städte so wachsen oder auch nicht. Fangen wir mal hier in Altenau an. Da ist nichts über den Rand. Radolfzell. Ist auch alles abgedeckt. Hier ist eine Straße zwar, aber noch nichts rumgebaut. Dann nach Döbeln. Da und da wird es irgendwann soweit sein, dass die raus sind. Hier sieht es auch gut aus. Sonderhausen. Alles gut. Floto. Die Straße ist noch drüber und hier auch, aber sonst nichts. Waldeck. Ja, das wird nicht mehr lange dauern, dann wird es hier irgendwo Erweiterungen geben. Riedenburg. Ja. Alles unter Fach. Hier könnte man noch eine Straße durch und das könnte sich auch erweitern. Und dann haben wir hier noch Hardexen. Und Adenau oder Altenau. Das hier ist Altenau. Das da unten ist Adenau. Da ist aber auch alles im grünen Bereich. Gut, dann gucken wir mal ans Geld vorbei. 100. Ja, ist hier ziemlich gut gewesen wieder. Da war es mal ein bisschen schlechter. Das läuft also. Dann gehen wir auf die Liste. Und ja, da haben wir noch ein paar blaue, ne? Die können wir mal alle austauschen, oder wie sehe ich das? Aber lass uns mal, ja doch, reingucken. Das ist nach Döbeln hin, ne? Ja, das wäre dann nach da drüben. 19 Tonnen haben wir geladen, ne? Gerste, Weizen. Dann Depot auf und LKW ausgesucht. Machen wir lieber hier gerade Gerste, Weizen oder sowas. Flachs geht auch. So, den mit dem Anhänger dahinter. Den. Und die Straße Döbeln, Südostwald, Döbeln, Stadt. Was ist das? Sieht so aus. Und da waren Dreier drauf, ne? Dann machen wir das so. Und dann sind die unterwegs. Dann auf die Strecke. Und der ist leer, also ausmustern. Der ist auch leer, kann man auch ausmustern. Und der ist, hab jetzt gar nicht geguckt, auch leer, auch ausmustern. So, dann machen die drei das. Dauert eine Weile, bis die da sind, wird aber werden. Hat man noch andere auf der Liste, aber ich sehe schon, das sind die Reisebusse, die wollten wir erstmal nicht, glaube ich, anpacken, ne? Hier ist noch einer. Fährt auch gerade leer durch die Gegend, oder? Okay. Das ist so ein Einzelfahrzeug, glaube ich, auf der Strecke. Und das lassen wir so jetzt laufen. Der macht sowieso nichts. Ja. Oh, da ist noch eine Lok. Sogar zwei sind das, beide veraltet. Dann mal gucken, wo sind die denn? Okay. 126 Kubik. Der andere. Wahrscheinlich weniger die Dampflok, ne? Ja, 108. Fahren aber beide schwarze Zahlen ein. Dann lass uns das mal austauschen. Dann müssen wir noch da oben hin. Zum Depot. Gut, das ist Öl. Einmal Öl laden. Ja, dann sind das ja hier hinten die, ne? 383, 295, die hat 2. 2,8, dann nehmen wir die doch, oder?
Und dann brauchen wir noch Waggons dazu. Die. Nur einer geht noch, oder wie sehe ich das? Bahnsteiglänge ist 6. Die haben wir aber immer, ne, oder? Obwohl, ne, hier ist nur 5. Und wie viel hat der hier gehabt? Der hat doch auch ziemlich viel, ne? Wo ist denn der jetzt? Ach, da. 3, 7 Anhänger. Vielleicht reicht's auch nicht, ne? Gute Frage. Linie heißt Öl. Ziemlich einfach zu merken. Ist die falsche, war klar. Und das kopieren wir, machen das mal 2 und starten die. Und nee, nicht zum Depot, aber ist jetzt auch egal, wenn man ausmustern. Und dieser hat noch Ladung, fährt auch gerade erst los, okay. Das heißt, die ist dann noch unterwegs. Aber das spielt ja keine Rolle, das funktioniert ja trotzdem hier. Wenn die leer ist, wird die ausgemustert. Und 2 neue sind unterwegs, dann passt das eigentlich, oder? Das ist viel zu lang, ne? Wo müssen die denn hin? Ah, da müssen wir hier auf jeden Fall wohl ausbauen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann müssen wir da dran arbeiten und dort dran arbeiten, ne? Ich glaube, wir können das auch so machen. Dann brauchen wir. Wo ist sie denn, die Lok? Da. Schienen dahin. Machen wir die dahin. Was ist das für ein Symbol? Ah, passt so. Und die waren's, ne? So, das sollte hier definitiv dann funktionieren. Lass mal schneller laufen, bis hier einer ankommt. Du bist schon mal weg. Gleich erschrocken. Wo ist er denn? Ach, da hinten steht's hinter der. Nein, noch nicht. Ich dachte, das wäre sie, aber das ist sie noch nicht. Wo kommt sie denn? Ist doch eine Dampflok. Ist auch nicht die richtige dann. Auch nicht die richtige. Wow. Wie lange braucht die denn hier runter? Da ist doch irgendwas faul, oder? Ja, hier oben stehen sie, alles klar. Wieso fährt die da jetzt nicht durch? Warte auf freie Strecke. Dann fahr doch einfach mal da zum Ölfeldbetriebshof hin, oder? Machst du das auch? Nicht wirklich, ne? Wo möchte die denn jetzt langfahren hier? Fahrplan. Dübeln Tierfutter. Ah ne, lass den mal offen, den können wir gleich wieder zurückschicken. Das war aber nicht der richtige, sonst wird er jetzt reinfahren. Er will woanders lang. Dann muss es der sein, oder? Nee, fährt doch. Na dann.
So, gut, dann machen wir das wieder zu. Brauchen wir dann doch nicht. Der Fracht fährt schon mal wieder Zug und die Lok, die dreht da, dann passt das auch. Dann war alles wieder richtig, oder? Wie lang ist denn der jetzt hier? Ja, hier auch zu kurz. Eine Kachel muss, glaube ich, mindestens mehr sein, ne? Das heißt, das kannst du ja auch umbauen. Weil, ich glaube, oder? Liefern die hier ab oder nicht? Ne, hier gibt es ja nur Eisenerz. Da liefern die ja nicht ab dann. Okay, der fährt sogar da lang, dann passt das. Aber das Öl fährt hier rein. Ne, die kriegen Kohle, das ist auch kein Öl. Na dann gucken wir doch mal, wo er hinfährt. Gut, bisschen schneller können wir gerade machen. Da kommt er und wir haben dann verlängert den Bahnhof hier und der ist dann auch gut, oder? Ja, eine Kachel sogar zu viel. Gut, das würde bedeuten, wir brauchen eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs und nicht sieben. So, wo fährt er dann hin? Das ist hier, okay. Achso, das ist die Zwischenstation. Da müssen sie anhalten, damit sie durchfahren, ne? Sonst funktioniert das nicht. Und das ist da. Und 5. Das heißt, wir brauchen da nur gerade anbauen und dann passt das schon. Das ist ja cool. 6. Sollte funktionieren, wenn er nicht gerade hier reinfährt. Aber da wartet ja mit dem Maschinenzug. Ne? Der ist ja extra dafür gemacht. Gut. Die haben jetzt geladen. Passt. Der kommt, fährt durch den Bahnhof durch, um die Kurve und der ist jetzt gleich hier. Da unten ist er. Wunderbar. Ach, das war schon der zweite. Aber ist egal. Ich sehe auch an dem anderen, ob es klappt oder nicht. Gut. Ja, macht schon Plus. Und okay, fährt so rum im Bahnhof. Auch interessant. Aber sollte auch von der Länge her klappen, ne? Zup, genau passend lang. Gut, dann ist das auch erledigt. Das Geld kriegen wir auch rein. So, weiter runter waren wir unten oben. Die hatten wir ja schon gesehen, die blauen alle. Und hier unten gibt es keine mehr. Was sind das denn? 23. November und wir haben hier so ganz viele Schiffe. Achso, wir haben hier noch nicht umgeschaltet. Wie viele Schiffe waren das denn da? Und da waren noch welche mit Rot. Okay. 25 Personen, ich glaube. Nicht laden. Den schicken wir ins Depot, oder? Ja. Was sollen wir mit dem Schiff hier, wenn das fährt doch auch noch hier lang, ne? Döbeln-Altenau, das ist das. Das ist nämlich das zweite. Und das hat 352, das passt dann schon. Was ist das für eins? Ach guck mal, das ist das dritte dann. Ne, dann ist es auch besser so, wenn nur zwei fahren. Drei sind dann auch wirklich zu viel. Und die anderen, wo sind die? Die nach Riedenburg dahin unterwegs sind. Ja, die fahren ja auch schwarze Zahlen, ne? Hier. 269 und das andere. Ah, das ist sogar voll. Das sollten wir vielleicht mal gerade gucken, ob wir das eine nicht noch hier mit hinmachen. Wie stehen denn hier so rum? Wo fährt denn der jetzt lang? Hier unten ist es. Ne, wo ist denn jetzt bitteschön der unterwegs? Ha? Döbeln Floto. Ach so, okay.
Und den haben wir dann mal neu gemacht, ne? Dann gucken wir doch mal nach dem einen. Wo ist denn jetzt, den wir weggeschickt haben? Ja, da sind Passagiere drauf. Na, der ganz oberste ist es. Döbeln-Altenau dann nicht, sondern Döbeln-Floto. Riedenburg-Floto fährt einer. War das so richtig? Okay. Dann lass den da fahren. Ja, machen wir so. Nicht zum Depot. Und Döbeln. Altenau. Nee. Läuft, ne? So. Jetzt haben wir es passend. Hä? Da muss er hin. Jetzt hat er es endlich. Jetzt passt's. So, lass erst gucken, dass er zum Döbeln. Na, er fährt zum Döbeln hin. Das passt dann. Gut. Ach so, wenn wir da einen draufgesetzt haben, ne, dann gibt's ja auch den kürzeren Weg. So sieht's aus. Deswegen ist die Linie da oben nicht mehr besetzt. In Anführungsstrichen. Dann fahren die da oben nicht mehr lang. Weil es hier eine Verbindung gibt. Die stehen dann alle hier, die Passagiere, und wollen direkt hinfahren, nicht mehr oben lang. Floto, Floto, Floto hier. Na okay, dann kriegen wir das zweite Schiff aber auch noch voll, gar kein Ding. Nur deswegen haben wir da oben auf der Straßenbahn auch keine Fahrgäste mehr, ne? Das ist das nächste. Das ist der Rattenschwanz dann. Weil die fuhren ja alle sonst über Floto. Über Riedenburg. Genau. Was ist hier los? Da warten so viele Passagiere. Wer hält denn hier an? Ist das die Umsteige? Ja, das ist die Vierstädte-Umsteige, okay. Die kommen aber da gleich schon. Die beiden fahren jetzt dahin dann, oder wie sehe ich das? Ja. Aber das wird dann trotzdem nicht weniger, ne? Also weniger schon, aber könnte noch viel weniger werden. Lauter, lauter. Ne, die wollen alle hier intern jetzt fahren, ne? Hat der letzte nicht vollgeladen, oder? Gar nichts da drin, ne? Auch schön, ne? Der hat mal 59. Ich hab jetzt gedacht, die fahren weg hier. Dabei ist das der interne Bus, der hier nichts hinkriegt. Der ist auch voll. Wir sind denn da auf der Linie? Einer. Ja, dann man taucht noch einen zweiten drauf, ne? Die wurden oben von Floto gestartet, ne? Genau. Dann brauchen wir noch einen Bus. Ne, den nicht. Den wollte ich ausmustern. Weg damit. Brauchen wir nicht mehr. So, den. Und der kommt auf die Route. Was war denn da? Stadtbus Lauter? Ja. So. Und Start. Gut, dann läuft das da oben auch. Oben offen, ne? So, das kannst du. Ja, da ist dann eher eine Überlegung wert, den auszumustern, ne? Wenn da sowieso keiner mehr ist, der mitfährt. Dann verfolge ich den doch mal gerade. Ist mal gerade ein bisschen schneller. Was ist Sonderhausen? Der da fortgeladen.
Und er? Na, okay, der kriegt doch 16. Dann macht's Sinn, dass er hinterher fährt. Da ist die Wechselstation. Da hat er 4er noch gekriegt, okay. Es war jetzt ein Verlustgeschäft dann, aber hier ist er voll. Und da ist er auch voll. Nee, das rechnet sich ja dann doch am Ende. Das ist ja auch schwarze Zahlen, brauchen wir auch nicht drüber nachdenken, ne? Ja, passt noch. Lassen wir so. Gut. Das weg, das weg, das weg. Stadtbus wird nach, oh, nach Lauter unterwegs sein. Das war ja auch hier unten, ne? Der müsste dann jetzt auch da schon fahren, oder? Okay, das ist der zweite hier. Der hat auch 100 Passagiere drin. Und hier fahren jetzt zwei Stadtbusse. Gut, okay, dann haben wir das. Das kontrollieren wir nächstes Mal nochmal. Und für die Folge soll es jetzt reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.